Kommen wir nun von Leuten, die Feuer löschen, zu denen, die damit spielen. Flamba, das sind Alex und Chris und ihre Fackeln tragen sie um die ganze Welt. Hey, ich bin Chris, ich bin 34 Jahre alt, ich arbeite als Feuerartist und tingle damit durch die Welt. Ich bin Alex, ich bin 32 Jahre alt, bin Feuerartistin und Aerialartistin und Hula-Hoop-Artistin. Die Faszination fürs Feuer ist schon da das ganze Leben lang. Und seit ich 7 Jahre alt bin, wollte ich eigentlich damit spielen und Stöcker drehen mit Feuer dran. Seit ich das bei Cirque du Soleil mal gesehen habe. Und dann, als ich 21 war, bin ich bei jemandem im Auto mitgefahren, der im Zirkus gearbeitet hat und mir die ersten Anfänge gezeigt hat. Und seitdem mache ich das jetzt 13 Jahre lang. Bei mir, ich weiß, ich kann nicht genau sagen, wann das anfing, aber ich kann genau sagen, dass ich Anfang 20 zusammen mit Chris durch Europa getrennt bin und wir dort auf Festivals viele Leute gesehen haben, die Feuer gespielt haben. Und dann sind wir in Spanien, tatsächlich von Spanien, von einem Festival nach Portugal bei Leuten mitgetrennt, die uns das, die ersten Handgriffe dann beigebracht haben. Und dann haben wir das einfach immer weitergemacht, einfach so einmal die Woche, zweimal die Woche. Irgendwann sind wir dann nach Hamburg wieder gekommen. Ich glaube, nach 2 Jahren Reisen sind wir wieder nach Hamburg gekommen, wussten beide nicht so recht, was wir mit unserem Leben anfangen sollen und waren viel im Wohlerspark, noch mit anderen Leuten zusammen. Und das Equipment kostet ja Geld, ne? So das Petroleum, das ganze Material. Irgendwann dachte ich mir so, oh, scheiße, einfach keine Kohle, noch keine Ahnung, was wir machen wollen. Dann sind wir auf die Straße gegangen. Naja, von den auf der Straße spielen war, dass das uns Leute angesprochen haben, die Kontakte wollten, um uns für ihren Fest zu buchen. Für ein Stadtfest oder mal einen Geburtstag oder eine Hochzeit. Und dann haben wir uns gedacht, dann brauchen wir mal eine Homepage und haben dann irgendwann mal angefangen, eine Homepage mit Freunden zu machen. Und heutzutage machen wir ganz viel Firmenveranstaltungen, große Eventgeschichten quer durch die Welt. Auf jeden Fall eine große Hilfe war, wir haben ziemlich zu Anfang Giacomo Koch kennengelernt von Theater Unglaublich, der uns erstmal so mit aufgenommen hat. Und Theater Unglaublich ist ein Feuerprojekt in Hamburg, ich würde sagen eines der ältesten. Und er hat so damit angefangen, auf jeden Fall in Norddeutschland. Aber irgendwie wollten wir eine andere Richtung und haben uns dann getrennt. Wir wollten immer mehr proben, wir wollten immer mehr Choreografien machen und artistischer arbeiten. Und Giacomo wollte eher im Theaterbereich bleiben. Das ist unser Leben. Wir machen das, was wir immer machen würden, sowieso. Und können davon uns finanzieren und reisen und Leute treffen, uns austauschen. Es ist also nicht nur die Arbeit in Anführungsstrichen, sondern es ist tatsächlich, es ist ein Lebensstil. Wie komme ich wo rein? Wie komme ich aus dem Trick raus? Was fühlt sich gerade gut an und einfach forschen, das ist auch eine Suche. So. Auf jeden Fall keine Polyesterkleidung tragen, immer Löschsachen parat haben, nie mit Benzin spielen, nie mit Benzin. Und am besten sich Tipps von Profis holen, am besten bei jemandem lernen, der das schon ein paar Jahre macht. Nie den Respekt vorm Feuer verlieren und nie denken, man kann es. Also man kann es vielleicht in Anführungsstrichen ein bisschen beherrschen und man kennt sich damit aus. Aber es kann immer was passieren. Es ist ein Element, was eine Kraft hat und was sich verselbstständigen kann und einfach gefährlich ist. Und das darf man